Das ist Helene. Eine sehr eigenwillige Hühnerdame. Neugierig, ständig auf Achse. Und auf der Suche nach menschlicher Gesellschaft. Manchmal habe ich das Gefühl, sie weiß gar nicht, dass sie Huhn ist. Schnell in deinen Stall! Tja, Helene ist halt kein Huhn wie alle anderen. Sie ist eins von rund 26 Milliarden, die unseren Planeten bevölkern. Huhn und Ei. Eine Erfolgsgeschichte der Evolution. Fast täglich haben wir auf die eine oder andere Art mit ihnen zu tun. Und doch ist das Huhn für viele ein eher unbekanntes Wesen. Irgendwie haben Helene und ich gleich so ein bisschen wie eine Beziehung gehabt, als ich sie gesehen habe. Tschüss, Helene. Helenes Frauchen, das ist Lisa. Entschuldigung, Dr. Lisa Jung, Agrarwissenschaftlerin. Auch in ihrem Arbeitsalltag dreht sich alles um Hühner. Genauer gesagt, um Legehennen. Im heimischen Nest von Helene herrscht mal wieder gähnende Leere. Dabei wurde sie extra angeschafft, um Eier zu legen und auszubrüten. Nur legte Helene erstmal überhaupt kein Ei. Und dann hat sie aber mitten im Winter angefangen, die Eier der anderen Hennen zu horten. Und dann habe ich geguckt unter Helene und da lagen da 12 Eier drunter, bunt gemischt, die gar nicht von ihr waren. Und die hat sie tatsächlich ausgebrütet. Stibitzt hat sie die Eier von den 7 anderen Hennen, mit denen sie in Lisa Jungs Garten zusammenlebt. Alles Tiere, deren Schicksal eigentlich schon besiegelt schien. Wir haben lauter Sozialfälle bei uns. Wir haben zum Beispiel die Schwanzi, die kommt aus einer Legehennenherde. Die wurden zum Schlachter gebracht und die ist ausgebüxt aus der Transportkiste. Die Zwerg-Orpingtons hatten einen Zacken zu wenig in der Krone, im Kamm, und sollten als Zoofutter enden. Junana war die einzige weiße Henne in einer Herde mit Braunen. Sie wurde zum Mobbing-Opfer. Keine einzige Feder hatte sie mehr. Ob sie überlebt, war ungewiss. Heute legt sie mehr Eier als alle anderen Hennen der kleinen Hühnerschar. Von Gnadenbrot kann hier also keine Rede sein. Und so gibt es bei Familie Jung fast täglich frische Eier. Erstaunliche Fakten gibt's gratis dazu. Eigelb, das ist eine der größten biologischen Zellen, die es gibt bei uns oder die bekannt sind. Ne? Das ist ja quasi die Keimzelle, die befruchtet wird, wo dann auch das Küken sich entwickelt. Und das Ei ist eins der wertvollsten tierischen Nahrungsmittel, weil ganz, ganz viele Nährstoffe da drin sitzen. Halt alles, was ein Küken braucht, um gesund heranzuwachsen. Und was dem Küken gut tut, ist auch für uns äußerst nahrhaft. Im Hühnerei steckt besonders wertvolles Eiweiß, das unser Körper gut in körpereigenes umbauen kann. Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente, ungesättigte Fettsäuren. Und das Cholesterin? Heute gilt, für gesunde Menschen kein Problem. Aber eigentlich hat die Natur das Ei nicht zum Essen erfunden, sondern als äußerst intelligentes Brutbehältnis. Und das ist sehr stabil. Für die kleinen Küken ist es eine echte Kraftanstrengung, sich aus ihm herauszupicken. Ist ja ein Wunderwerk der Natur eigentlich. Und es ist ja auch wichtig, weil eigentlich ist das Ei ja, oder die Eierschale der Schutz für das Küken. Und die Henne, die dreht das Ei jeden Tag mehrere Male. Die Henne liegt auf dem Ei, das muss ja einiges aushalten. Und dass es so stabil ist, merkt man ja auch daran, wenn ein Küken schlüpfen will. Küken haben ja sogenannte Eizähne. Brauchen also wirklich einen speziellen Eizahn, um dann von innen die Schale aufzubrechen. Eier stabil? Wie das? Einmal anschlagen und schon sind sie kaputt. Lisa Jung probiert jetzt mal aus, wie leicht es zerbricht. Ich gebe mir echt Mühe. Nicht kaputt zu kriegen. Das hätte ich gar nicht. Ich hätte wirklich gedacht, dass ich das so kaputt kriege, aber mit aller Kraft nicht. Soll ich mir mal draufstellen? Nein, lieber nicht. Denn das hilft uns auch nicht zu verstehen, warum das so leicht zerbrechliche Ei doch so extrem stabil ist. Das liegt zum einen an der Form.
Über die Rundung werden Kräfte gleichmäßig über die Schale verteilt. Zum anderen liegt es an ihrem Aufbau. Die Eierschale ist im Normalfall nur 0,3 bis 0,4 mm dick und besteht zu 90% aus Kalk, ist also sehr fest. Aufgebaut ist sie aus vielen kleinen Säulen, sogenannten Kristallen. Dicht nebeneinander gepackt, ergeben sie ein stabiles Gebilde. Die vielen Poren verhelfen der Schale zu einer gewissen Elastizität. Sie sind aber auch für den Luftaustausch verantwortlich. Kohlendioxid gelangt nach außen, frischer Sauerstoff nach innen. Auch Luftfeuchtigkeit kommt rein, damit das Ei nicht austrocknet. Jetzt aber zurück zu den Wesen, die hier das Licht der Welt erblicken. Sie sind Nachwuchs für den wissenschaftlichen Geflügelhof in Rommerskirchen. Auch nach vielen Jahren für die Biologin Mareike Felmin immer wieder ein Erlebnis. Obwohl, so richtig süß und flauschig sehen hier aber nicht alle Küken aus. Geht's denen wirklich gut? In 24 Stunden erkennen wir die frisch geschlüpften Küken gar nicht mehr wieder, weil die dann wirklich ganz aufgepuschelt sind und so das typische Küken, wie man es kennt. Und die müssen ja auch sofort mithalten mit der Mutter. Also die sind dann auch agil und laufen auch schon weitere Strecken mit, können Futter aufnehmen, Wasser aufnehmen. Also innerhalb von 24 Stunden sind die eigentlich fertig. Und das kleine Zwergseidenhuhn kann, wie alle Küken, sogar schon kommunizieren. Und das nicht erst, seit es aus dem Ei geschlüpft ist. So ein Küken, bis es schlüpfen kann, braucht 21 Tage. Und schon so ab dem 12., 13. Tag beginnt gerade die Mutter zu kommunizieren und auch wenig später das Küken und die Küken auch untereinander. Also das ist schon relativ früh. Einmal, dass die Küken untereinander sich auch ein bisschen anspornen können und relativ gleichmäßig schlüpfen, aber auch natürlich die Mutter einfach kennenlernen. Heute sind neben den Zwergseidenhühnern Krüper und deutsche Lachshühner geschlüpft. Alte Rassen, die sehr selten geworden sind und hier nachgezüchtet werden. Für die Forschung. Und dann ist es manchmal so, dass sie einfach schön sind und wir sie deswegen einfach hier haben. Rund 200 verschiedene Hühnerrassen werden in Europa offiziell gezählt. Kleine und große, in allen Farben und Formen. Können die wirklich alle miteinander verwandt sein? Die Hühner, die wir haben, sind ja domestizierte Tiere, also Haustiere. Und irgendwann haben die sich immer aus dem Wildtier herausentwickelt. Und das war eben aus diesen Bankiva-Huhn, die wir hier sehen. Das Bankiva-Huhn, ein Kammhuhn aus der Familie der Fasanenartigen, gilt als Urahn all unserer heutigen Haushühner. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die extrem scheuen Tiere kaum von Hühnern, wie wir sie heute kennen. Was sie tatsächlich unterscheidet, ist ein bisschen die Körpergröße. Natürlich gibt es auch kleinere Hühnerrassen, aber wenn man die jetzt anguckt, als Brathähnchen taugen die jetzt nicht so viel. Und auch die Legeleistung, also die Eier, die die legen, das sind im Jahr vielleicht 24. Also das ist ganz, ganz wenig im Gegensatz zu den Legehennen, die ja über 300 Eier im Jahr legen. Die Natur kennt keine Verschwendung. Eine Bankiva-Henne legt 5 bis 8 Eier, die sie dann ausbrütet. Nur wenn keine Küken schlüpfen oder Feinde sie fressen, legt sie auch ein zweites, selten ein drittes Mal im Jahr Eier. Ursprünglich stammen die Urhühner aus Süd- und Südostasien. Wie lang genau Huhn und Mensch schon zusammenleben, ist aber nur schwer zu sagen. Eine Theorie schließt aus Knochenfunden, dass bereits vor 8000 Jahren die ersten Hühner domestiziert wurden. Aber das ist umstritten. Sicher scheint, dass in der Indus-Kultur 2500 bis 2100 vor Christus Hühner gezüchtet und gehalten wurden. Über die Seidenstraße gelangten sie dann in den Orient und ca. 1475 vor Christus auch nach Ägypten. Über Griechenland verbreiteten sie sich dann weiter nach Italien, etwa um 500 vor Christus. Unsere Vorfahren schätzten die Tiere wegen ihres prächtigen Federkleids, weniger als Lieferanten für Ei und Fleisch. Sie wurden vor allem für Hahnenkämpfe, spirituelle und medizinische Zwecke gehalten. Erst die Römer nutzten Hühner dann bereits in größerem Umfang auch als Nahrungsquelle.
Und sie waren es auch, die das Haushuhn in ganz Europa verbreiteten. Die Zucht von speziellen Hühnern, die entweder als Fleisch- oder Eierlieferant dienen, begann dann erst im 20. Jahrhundert. Die sogenannten Hybridhühner wurden speziell so gezüchtet, dass sie uns möglichst schnell, möglichst viele und ganz, ganz billige Lebensmittel liefern. Die eine Hybridlinie, das Hähnchenfleisch, die andere Eier und das Suppenhuhn. Die Forscher und Züchter waren dabei enorm erfolgreich. Die Legeleistung der Hennen stieg mit den Jahren auf über 300 Stück im Jahr. Auch die Haltungsbedingungen wurden optimiert, die Futterkosten gesenkt, Ställe mechanisiert, der Platz pro Henne auf ein Minimum beschränkt. Eine neue, wirtschaftliche Art intensiver Hühnerhaltung kam vor einigen Jahren aus Amerika und England zu uns. Die Batterie- und Käfighaltung. Heute ist die Legebatterie in Deutschland zwar verboten, aber der Bedarf an möglichst billigen Eiern steigt weiter. Im Jahr 2020 verbrauchte jeder von uns im Durchschnitt 239 Eier. Das sind deutschlandweit fast 20 Milliarden. Wer dabei nur an das Frühstücksei denkt, dem erscheint das vielleicht erstaunlich viel. Aber mehr oder weniger gut versteckt essen wir sie in allen möglichen Lebensmitteln. Die Hybridlegehennen sind mittlerweile an ihre Leistungsgrenze gezüchtet. Und das hat gesundheitliche Folgen für die Tiere. Ein Thema, mit dem sich Lisa Jung wissenschaftlich beschäftigt: Brustbeinschäden. Das Brustbein wäre so in der Henne drin. Hier ist der Bauch von der Henne, wenn sie steht. Hier ist der Kopf und hier ist der Schwanz. Und was wir jetzt bei diesem Brustbein schön sehen können, diese kleinen Poppel hier alle. Das sind alles Brüche. Und das ist ein Knochen, wie ich ihn oft in der Hand habe und wie ich es oft sehe. Und man kann davon ausgehen, dass die Henne, die das mal war, auch Schmerzen hatte. Zum Vergleich das Brustbein eines gesunden Huhns. Eine Ursache für die Schäden ist bekannt. Um fast jeden Tag ein Ei zu legen, brauchen die Hennen extrem viel Kalzium. Oft mehr, als sie zu sich nehmen können. Deshalb wird das Kalzium dann den Knochen entzogen. Diese werden brüchig, ähnlich wie bei Menschen mit Osteoporose. Das findet man in allen Herden, egal in welchem Haltungssystem. Das findet man in konventionellen als auch in ökologischen Herden. Man findet es auch in Käfighaltung. Also wenn man mal an der Schlachtkette am Schlachthof steht und lässt die an sich vorbeirauschen, die Brustbeine, dann ist mindestens jedes zweite immer kaputt. Heute ist Lisa Jung auf der Staatsdomäne Frankenhausen, einem Lehr- und Versuchsbetrieb der Uni Kassel. Hier forscht sie zur Zukunft von Biohühnern. Die Tiere sind nicht nur Eierproduzentinnen, sondern salopp ausgedrückt auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Und es sind keine Hybridtiere, sondern sogenannte Zweinutzungshühner, die Eier und Fleisch liefern. Die legen ein bisschen weniger Eier als herkömmliche kommerzielle Hybride. Also so 240 ungefähr im Gegensatz zu 300. Und man kann davon ausgehen, dass sie weniger Brustbeinschäden kriegen, weil die eine geringere Eierleistung haben. Aber das muss sich eben durch andere Untersuchungen erst noch bestätigen lassen, dass das wirklich so ist. 150 der Hennen sind beringt und stehen unter strenger Beobachtung. So können Lisa Jung und ihre Kolleginnen Eierleistung und Gesundheit der Hühner genau nachvollziehen. Die Hennen hier können sich glücklich schätzen. Sie haben nicht nur beste Produktionsbedingungen, sondern auch Hähne im Stall. Die Kerle fressen viel und bringen kommerziell kaum was ein. Ist das nicht Luxus? Hähne findet man fast ausschließlich in Biobetrieben, weil die sind natürlich ein enormer Kostenfaktor. Die fressen viel Futter, legen aber kein Ei. Und man denkt erstmal, die rentieren sich also nicht. Aber sie sorgen wirklich für eine andere Ruhe in der Herde und dafür, dass die Tiere rausgehen, was wieder nach sich zieht, dass man weniger Verhaltensstörungen zum Beispiel hat wie Federpicken, weil die dann beschäftigt sind und ihren arteigenen Verhaltensweisen nachgehen können. Also sie sind auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil.
Ein Hahn sorgt durch bloße Anwesenheit für weniger Streit. Er führt die Hennen zu den besten Futterstellen und warnt mit unterschiedlichen Lauten vor verschiedenen Feinden. Ruft er Gefahr von oben, zum Beispiel weil er einen Raubvogel entdeckt hat, heißt es für alle ab unter den Baum oder in den Stall. Droht die Gefahr stattdessen am Boden, etwa durch ein fremdes Tier, sagt sein Ruf den Hennen, dass die sonst so sichere Behausung jetzt eine böse Falle wäre. Verhaltensstudien der Universität Sydney zeigen auch, dass sich ein Hahn mitunter strategisch verhält. So vergisst er schon mal, einen Rivalen zu warnen. Ein Hahn ist also alles andere als Luxus. Und auch Helene hätte wohl gern wieder einen männlichen Beschützer um sich. Wir hatten auch schon einen Hahn, aber der eine Hahn, den wir hatten, der hat um 3 Uhr morgens alle aufgeweckt. Und mit alle meine ich nicht nur uns, sondern auch die umliegende Nachbarschaft. Das kann man natürlich dann nicht akzeptieren. Und dann hatten wir noch mal einen Hahn, der hat aber so auf die Hennen aufgepasst, dass wir auch nicht mehr dahin durften. Und der hat uns immer attackiert. Den haben wir dann auch abgegeben. Auch diese Hennen müssen jetzt ohne Hahn leben. Bis vor einer Woche gab es noch 3 junge Hähne im Garten von Familie Kranel. Sie verstanden sich gut, bis der Kampf um die Hennen entbrannte. Schluss mit dem Frieden und sie landeten schweren Herzens in der Bratpfanne. Die Liebe zum Huhn begann mit einer Geburtstagsüberraschung. Leihhühner. Danach war klar, 5 eigene sollen her. So war der Plan. Also alle Leute, die ich kenne, da blieb es nicht bei 4, 5 Hühnern, wie man eigentlich mal geplant hatte. Wenn man einmal mit dem Huhnfieber infiziert ist. Jetzt sind es, abzüglich der 3 Hähne, 10. Und vor 2 Wochen sind 14 weitere Küken geschlüpft. Eine bunte Schar aus ganz unterschiedlichen Rassen. Ausgewählt nicht nach Legeleistung, sondern nach Schönheit und Zahmheit. Aber es zeichnet sich ein Problem ab. Wenn wir 20 Eier ausbrüten und 10 Hähne bekommen, dann werden wir diese 10 Hähne irgendwann schlachten müssen. Nee, die 9. Vielleicht behalten wir einen, das wissen wir noch nicht genau. Es kommt darauf an, wie sich die Jungs hier so verhalten und entwickeln. Gerade bei solchen Hähnen fällt es einem natürlich schwer. Ne? Man hat die im Prinzip als Küken aufgezogen, die sitzen hier auf dem Knie, die schlafen dir in der Hand ein abends. Und irgendwann muss man dann halt entscheiden, heute Abend endet dein Leben. Weil heute Abend werde ich dich schlachten und essen. So krass das klingt. Aber bis dahin werden die Kleinen mindestens ein halbes Jahr ein richtig gutes Hühnerleben haben. Und das ist mindestens ein halbes Jahr länger, als normalerweise die Brüder von Legehennen leben. Denn die werden sofort nach dem Schlüpfen aussortiert und getötet. Die Kehrseite der Zucht auf extreme Legeleistung. Die Brüder der Hennen sind Abfall. 45 Millionen männliche Küken sterben pro Jahr in Deutschland. Sie aufzuziehen lohnt sich nicht. Sie fressen viel, nehmen aber nur schlecht zu und das Fleisch taugt am Ende nur zu einem Drittel für den menschlichen Verzehr. Doch ab 2022 ist das Töten männlicher Küken verboten. Auch die männlichen Tiere müssen aufgezogen werden. Wie kann man das überhaupt machen, dass das irgendwie bezahlbar ist? Weil das Teuerste an der Tierhaltung ist immer das Futter. Und die Legehennen sind halt wirklich auf Eierleistung selektiert und nicht auf Fleischansatz. Das wird jetzt noch spannend werden. Einen möglichen Ausweg gibt es bereits. Dabei wird das Geschlecht schon im Ei bestimmt. Nach 9 Tagen wird etwas Flüssigkeit entnommen, ohne dass das Eiinnere berührt wird. Mit einem biotechnologischen Nachweisverfahren wird festgestellt, wo sich ein männliches Tier entwickelt. Diese Eier werden aussortiert. Das Verfahren ist auch bereits im Einsatz. Ein anderer Ansatz soll schon ab dem 4. Tag funktionieren. Der Nachweis durch spezielle Lichtstrahlen. Sie werden in das Eiinnere geschickt und die Analyse des reflektierten Lichts verrät, ob Hahn oder Henne. Die Ökoverbände Bioland und Demeter lehnen die Eiselektion ab. Sie wollen in Zukunft auch die männlichen Tiere aufziehen. In der Brüterei von Jonas Dorn sind 500 Küken geschlüpft. Die werden jetzt für ihre große Reise zum Züchter verpackt. Das sind aber nicht irgendwelche Hühner, sondern 2 Nutzungshühner der Rasse Bresse Gauloise. Der Hahn
lässt sich messen. Der wird nicht so schnell groß wie ein normales Masthähnchen. Muss aber auch gar nicht. Die Henne legt gut Eier. Die muss keine 330 Eier legen, aber sie legt ordentlich Eier. Und wir können beide Produktionszweige sinnvoll nutzen. Und zugleich, dadurch, dass wir nicht diese hohen Leistungen haben, haben wir auch nicht die hohen Futteransprüche. Das heißt, wir schlagen damit eigentlich ganz viele Klappen auf einen Schlag. Noch sind Zweinutzungshühner ein echtes Nischenprodukt. Die Suche nach dem Biohuhn der Zukunft hat gerade erst begonnen. Jonas Dorn setzt auf alte Rassen und neue Kreuzungen. Robust und gesund sollen seine Tiere sein. Keine Frage, Eier und Fleisch sind teurer, als wenn er Hybridtiere aufziehen würde. Aber es gibt immer mehr Käufer, die nicht länger die intensive Tierhaltung unterstützen wollen. Die Masthähnchen, das sind übrigens männliche und weibliche Tiere, wurden ganz gezielt für die Fleischproduktion optimiert. So billig wie möglich sollte es sein. Das ist die Formel für das ideale Brathähnchen. Mit Hilfe tausender von Lochkarten wird das Huhn mit den idealen Eigenschaften gefunden. Es muss mit möglichst geringem Futteraufwand in möglichst kurzer Zeit ein marktgerechtes Schlachtgewicht erreichen. Es darf weder Über- noch Untergewicht haben, sonst stört es die Rationalisierung in der Weiterverarbeitung. In solchen Fabriken wurden sie auf immer mehr Leistung getrimmt. Heute braucht es gerade mal 28 bis 30 Tage, bis ein Grillhähnchen schlachtreif ist. Geht es um die Hähnchenbrust, dauert es um die 42 Tage. Eigentlich sind es noch Babys. Und das Skelettsystem kommt gar nicht hinterher. Wenn die so schnell so viel Fleisch ansetzen, sind die Knochen so schwach, dass sie teilweise die Tiere gar nicht tragen können. Diese Hähnchen sind 7 Wochen alt. Konventionelle Masthähnchen wären in diesem Alter schon überschlachtreif. Auf dem Biogeflügelhof Roth in Witzenhausen gehen die Uhren langsamer. Die Hähnchen leben mindestens 12 Wochen. Die Elterntiere sind zwar auch Hybridtiere, aber so gekreuzt, dass sie langsamer wachsen und zunehmen. Die Tiere haben mehr Platz und Tageslicht als viele ihrer Artgenossen, bekommen Wintergartenauslauf, Biofutter und ständig frisches Wasser. Ein Biohähnchen kostet am Ende oft 3 bis 5 Mal so viel wie ein konventionelles. Ein Preis, den nur wenige zahlen wollen. Bei Geflügel ist der Bio-Anteil gerade mal 2,6%. Ob Bio oder nicht, wir essen immer mehr von dem weißen Fleisch. Es gilt als gesund und fettarm. Und viele denken lieber nicht daran, dass die leckere Hähnchenbrust von einem äußerst sensiblen und freundlichen Tier stammt. Also es gibt Hühner, die sind sehr, sehr zutraulich, sehr menschenbezogen. Ne? Die lassen sich jederzeit einfach hier greifen und hochnehmen und machen und streicheln und tun. Ne? Viele Hühner genießen es auch, die bleiben dann sitzen, die machen dann die Augen zu und sind so richtige Kuschelhühner. Und sie kennen auch ihre Menschen. Also sie können schon erkennen, wenn ich am Zaun draußen vorbeilaufe oder ob jemand Fremdes am Zaun vorbeiläuft. Das Huhn wird einfach immer wieder unterschätzt. Wir verstehen es oft einfach nicht. Denn es hat keine Mimik wie wir Säugetiere und zeigt nach außen kaum, wie es ihm geht. Das Befinden des Huhns wissenschaftlich zu untersuchen, ist daher gar nicht so einfach. Die Zwergpaduaner mit ihrer ausgefallenen Haartracht sehen toll aus. Aber wie geht es ihnen damit? Eine knifflige Frage, denn auch auf dem wissenschaftlichen Geflügelhof spricht kein Mensch Hühnersprache. Man muss sich da vieles überlegen, aber zum Beispiel hier, ob diese Hühner genug sehen können, kann man eigentlich relativ einfach herauskriegen. Um gut Futter aufnehmen zu können, muss das Tier auch gut sehen können, um das Körnchen präzise greifen zu können. Und dann machen wir Futterexperimente, dass wir eine Futterbelohnung kriegen und das filmen wir und können wir das nachher einfach uns angucken und dann anhand, wie oft das Tier picken musste, können wir Rückschlüsse ziehen. Und da haben beide Spaß dran. Wir haben Ergebnis und das Huhn hat was Leckeres zu essen bekommen. Also ideal. Hier muss das Tier im Labyrinth die Futtertöpfe finden. Und dann wird gezählt, wie oft muss es picken, bis es alle abgezählten Körner aufgefressen hat. Gute Nachrichten. Die tolle Frisur scheint den Sehsinn nicht zu beeinträchtigen. Wir sagten es schon, immer mehr Menschen möchten wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen, wie es den tierischen Erzeugern geht. Der Trend zum eigenen Huhn erlebt derzeit einen Boom.
Der Ortenberger Landwirt Marcel Emrich entschied sich 2018 für eigene Hühner. Irgendwann stand für uns fest, wir wollen eigene Eier haben. Und dann hatten wir einen kleinen Stall, einen festen kleinen Stall mit Auslauf. Da waren so 20 Hühner drin. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, eigentlich gefällt mir das nicht, weil sie immer auf derselben Wiese sind. Und dann hatten wir uns für den ersten Mobilstall entschieden. Heute sind es schon 2 Mobilställe und 350 Hühner. Und die sind ständig auf Achse. Fast wöchentlich ziehen sie um, damit sie immer frisches Grün haben. Bei Wind und Wetter sind sie draußen, können picken und scharren, ganz wie es sich für ein Huhn gehört. Für die Sicherheit sorgt der Ziegenbock samt Familie. Sie bewahren so manches Tier vor den Klauen eines Greifvogels. Ja, die Gefahr ist schon relativ groß, dadurch, dass wir halt mobil sind und auch oft in Bereichen sind, wo Bäume sind, wo der Bussard oder ein anderer Greifvogel halt einen Ansitz findet. Und dann kann es auch schon mal vorkommen, dass ein Huhn dann geholt wird. Kein schönes Ende. Aber Moment, bevor wir zum Ende kommen, gibt es noch eine wichtige Frage zu klären. Was war eigentlich zuerst da? Huhn oder Ei? Ja, das ist eine echt blöde Frage. Ehrlich, kann ich Ihnen nicht beantworten. Eine Frage, die Gelehrte schon vor Jahrhunderten beschäftigte. Die Antwort ist aus biologischer Sicht einfach. Am Anfang war das nicht Huhn. Denn Hühner sind Vögel. Vögel haben sich aus den Dinosauriern entwickelt. Die wiederum stammen von den Reptilien ab, die von den Amphibien und die von den Fischen. Und sie alle legen Eier. Das heißt, Eier gab es in der Evolution schon viel früher als Hühner, nur waren das keine Hühnereier. Aber auch das glücklichste Huhn muss einmal sterben. Und bisher hieß das in aller Regel ab in den Schlachthof. Auch der Tod ist voll mechanisiert. Die Hühner wandern durch eine Maschine. Die Maschine betäubt sie mit einem Stromstoß, schlachtet, brüht und rupft sie. An dem Verfahren hat sich bis heute nicht viel geändert. Auch der letzte Schritt im Produktionsprozess ist weitgehend mechanisiert und äußerst effektiv. Bisher gab es für professionelle Geflügelzüchter kaum eine Alternative. Man muss sich halt im Klaren sein, es ist ein Nutztier, was halt am Ende für die Schlachtung vorgesehen ist. Was er weiß, dass ich mit Würde das Ableben auch bekleide. Deswegen fährt Marcel Emrich seit Sommer letzten Jahres mit einem eigens entwickelten Schlachtmobil durch Hessen. Jetzt müssen nicht mehr die Hühner eng gequetscht in Transportkisten über Land fahren. Das Schlachtmobil fährt direkt bis an den Stall. Den Tieren bleiben so eine Menge Stress und auch Verletzungen erspart. So kann ich die Tiere kurz bevor der Herr Emrich kommt fangen. Und sie sind nur kurze Zeit hier in der Transportbox. Und so gewähre ich den Tieren bis zum Schluss ein angenehmes Leben. Der größte Unterschied ist, dass wir die Tiere an unserem Körper festhalten und einzeln in die Betäubung reingeben, was in einem großen Schlachthof nicht passiert. Da werden die Tiere lebend in Vorrichtungen eingehängt und laufen dann meistens durch ein Elektrobad mit Wasser, wo es halt auch passieren kann, dass wenn sie vorm Elektrobad den Kopf anheben, dass sie überhaupt keine Betäubung bekommen und gehen dann unbetäubt zum Entbluteschnitt. Gebrüht, gerupft, zerlegt. Schon nach wenigen Minuten hält der Landwirt die verzehrfertigen Hähnchen oder Suppenhühner in der Hand. Wer hier im Hofladen einkauft, weiß, wie die Tiere leben, von denen er Produkte kauft. Für viele ein wirklich gutes Gefühl. Die schöne Helene hat noch einige glückliche Hühnerjahre vor sich. Währenddessen geht die Suche nach dem Superhuhn der Zukunft weiter. Ein Huhn, das uns mit genügend Lebensmitteln versorgt und trotzdem nicht leiden muss. Dabei kann sich auch ein Blick zurück lohnen, zu den Hühnerrassen der Vergangenheit. Wir wissen ja nicht, auch mit dem Klimawandel zum Beispiel, was wir in 10, 20, 30 Jahren
brauchen. Und darum ist es so wichtig, die Vielfalt zu erhalten. Es kann sein, dass die Hühner hier Merkmale haben oder Eigenschaften haben, die mal ganz, ganz wichtig für uns werden. Und darum sind solche verschiedenen Rassen und der Erhalt dieser verschiedenen Rassen extrem wichtig. Egal, was die Zukunft bringt, eins scheint sicher. Von Helene gibt es nicht jeden Tag ein Ei, sondern nur dann und wann mal. Aber schließlich ist sie ja auch kein Huhn wie jedes andere.